So, people. So, willkommen zurück zu Let's Play Super Sigvolt Nummer 9. Okay, wir sind jetzt beim 7. Kasten und der Japaner Sig macht mal. Gibt mal wieder ein paar komische Laute von sich, von denen keiner so was versteht. Und Hilfe. Was ist das denn für ein Level? Die Idee ist ganz lustig, aber das ist gemein. This is very mean. Haha. Du killst mich nicht, du auch nicht. Wer? Puh. Ach, Mist. Okay, ich gebe zu, es war ein Fehler, hier die Feder zu verschwenden. Die hätte man sicher für später aufheben können, ich weiß. Aber ich dachte, das geht hier. Schade. Boah, bisher? Sorry fürs Angeben, aber bisher schlage ich mich erstaunlich gut. Besser als ich gedacht hätte, auf jeden Fall. Hier gibt es zumindest einen Pilz. Ach Gott. Wow, wow. Hilfe. Und Ems. Mann, ich hasse Swims. Diese blöden Kack-Swims. Warum muss es diese Swims hier geben? Mein Gott, dieser Swim, der hat jetzt alles kaputt gemacht. Mann. Okay. Eigentlich hätten diese Blöcke auch mancher sein können. Dadurch wäre das jedenfalls nicht viel schwieriger geworden. Okay. Aber da halte ich mal lieber die Klappedo. Okay, weil wir wollen ja das Level nicht unnötig bösartig machen. Stimmt ja auch wieder, Sig. Okay. Doki. Jump. Achtung. Wow. Hilfe? Wow. Zack. Natürlich, ich werde wieder von dem gleichen Viech getroffen wie eben. Typisch. Ich frage mich eigentlich, wieso. Vielleicht habe ich hier einfach keine Thurms erwartet. Weil es hier noch bisher noch keine gab. Und wow, hier muss man schnell sein, weil sonst wird man hier ermordet. Scheiße. Oh Gott. Zum Glück hatte ich einen Spinjump, weil sonst hätte mich der Feuerball gekillt. Aber trotzdem, bei diesem Boss zu verrecken, ist eigentlich peinlich. Okay, Bowser's Castle machen wir ganz zum Schluss. Ihr wisst, glaube ich, was jetzt kommen durfte, nämlich die Star World. Ja, genau, die Star World. Die hebe ich mir immer bis ganz zum Schluss aus. So. Level Heuer Horn. Ah so, hier haben wir das Title Screen Level. Und das sieht mir stark nach SMB 3 Remake aus, oder? Jedenfalls ist es dieses eine Level, in dem es diese unterschiedlichen Wege gibt. Ja, und hier haben wir dann auf einmal einen abrupten Palettenwechsel, der nach oben führt. Okay, ach, Menno. Okay, also. Und hier haben wir dafür jetzt ein anderes SMB 3 Level, oder wie? Ja, ich glaube, das kam auch in SMB 3 vor. Ich weiß aber nicht mehr, wo es dieses Level in SMB 3 gab. Mist, habe ich vergessen. Ach Gott. Zack, zack, hui. Mann, Lakitu, geh mir aus dem Weg mit deiner Wolke. Thank you.
Okay, und das war's schon. Lol. Ja, also das war ein kurzes Level. Gut, und dann, wenn man hier ein Star World Level geschafft hat, dann hat man ja schon gesehen, dann kann man hier einen Weg zusammenbasteln. Dort oben. Okay, hier ist ein Baum. Custom Music! Hier haben wir, ich glaube, hier haben wir sogar Custom Music in einem Level. Das erstaunt mich jetzt irgendwie. Okay. Ich glaube, die ist aus irgendeinem Donkey Kong-Teil. Ich weiß nicht, ob das aus Donkey Kong Land ist oder aus dem Donkey Kong Country-Dingskums. Ach, nö. Ach, das ist das Miese, man sollte die Sterne möglichst spät einsammeln. Das steckt hinter diesem Level. Mein Gott, dieses Scrolling ist eigentlich viel zu lahmarschig. Aber ich glaube, das ist Absicht, weil Sieg den Spieler schön ärgern will. Upsa. Wow. Och nö. Och Menno. Okay, aber wir hatten dieses Level ja schon. Dieses eigentlich viel zu lahmarschige Level. Wow. Jetzt hätte ich beinahe schon zu weit vorgespult. Okay. Für mehr Dingsbums kann man hier ja irgendwie nicht machen. Mit Dingsbums meine ich, will weiter nach... sich weiter mehr Zeit lassen. Och nö. Das ist gemein. Man muss dieses Teil drücken. Okay, dann weiß ich jetzt nicht, wie das spontan so gehen soll. Okay. Ah, Scrolling Level. Ah, Scrolling Level. Wie langweilig. Okay. Ich habe jetzt einen Stern so spät wie möglich genommen und es hat sich bezahlt gemacht. Gut. Und Bams. Hier nervt dieses Vorspulen immer. Wobei, man könnte ja eigentlich auch sagen, ich muss nicht vorspulen. Ja, das stimmt, aber ohne Vorspulen ist das Level langweilig. Ja, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. So. Okay, ich glaube, jetzt dürfte schon fast... Okay, ich glaube, wir hatten 500 Sekunden Zeit, als wir reingegangen sind. Jetzt ist immerhin schon ein beträchtlicher Prozent davon übrig, aber langweilig ist das Level irgendwie wirklich. Hier gibt es kaum Gegner, abgesehen von einem Scrolling-Zeug. Das Scrolling-Zeug könnte ein bisschen schneller sein. Ich glaube, das ist das Problem, denn diese Objektplatzierung innerhalb des Baumes ist schon recht gut durchdacht, auch wenn es langweilig ist. Das muss man dem irgendwie lassen. Nur gibt es hier irgendwie kaum Sprites. Das ist auch ein Problem. Entweder man macht das Scrolling schneller, oder man platziert die Sprites hin. Eins von beiden. Aber so ist das auch. Nö. Jetzt kommt auch noch sowas. Och, Mann. Okay. Wenn er dann noch sowas einbaut, dann ist die Geschwindigkeit vielleicht doch ganz okay. Aber es ärgert, dass man immer bis hier hinspielen muss. Immer diese... Ja, das passiert mir auch irgendwie immer. Okay. Also vorzeitig abspringen, ansonsten geht's nicht. Jetzt kommt diese Stelle, also ja, die Stelle mit dem Baumstamm und den kleinen Ecken, die da so rausragen. Warum? Was hat mich da jetzt so aufgehalten, sodass der noch nicht mal darüber kommt? Was soll der Shit? Mann. Nach dem einfachen ersten Star World Level dachte ich einfach, das schafft man doch mit links irgendwie, aber nein. Nein, natürlich nicht.
tut mir leid, aber hier ist ewige Vorspuren, das muss sein, weil sonst würde hier jeder einschlafen, glaube ich. Manometer. Ja, und wehe, da beschwert sich jetzt irgendeiner, dass ich die Musik mit diesem Vorspulen verunstalte. Tja, dieses Opfer muss man bringen, wenn das Level langweilig ist. Weil in der Vergangenheit hat das, glaube ich, eine Person oft gemacht. Die meinte, ich soll bei Donkey Kong Country die Musik auf gar keinen Fall vorspulen und bla bla bla. Wenn das Level langweilig ist, dann geht's nicht anders. Dann muss die Musik halt zerstückelt werden. Ja, traurig, aber wahr. So. Okay. Nur weil ich aber nichts gegen Donkey Kong Country Musik habe. Ich habe den nur schon recht oft gehört. So, dass ich das jetzt nicht unbedingt immer wieder brauche. Okay. Zack. Okay, hallo, noch ein Pilz. Und wir haben ja eben gelernt, dass man hier möglichst schnell sein sollte. Okay, und hier war der hier, der Richtige. Natürlich, mal wieder der Letzte. Ach, und auch hier ist es der Letzte, okay. Na gut, wenn das Golding so lahmarschig ist, dann... Okay, das sind die Dinger, die mich wegstoßen. Ich dachte, man könnte am Anfang, man könnte die auch kaputt machen, aber nein, kann man eben nicht. Oh, und wehe, du verreckst mir jetzt. Ja, wenn der jetzt irgendwie nicht gesprungen wäre, dann hätte Mario von mir Prügel gekriegt. Und zwar richtig. Okay. So, Warpstern von Welt 3. Komm her. Okay, haben wir eine seltsame blaue Welt. Okay, und nur 200 Sekunden Zeit. Ach, scheiß drauf, ich bin jetzt davor, um zurückzuschwimmen. Ich meine, das Level kann ja sowieso nicht so lang sein, weil man sowieso nur 200 Sekunden Zeit hat. Aber warte. Könnte das sein? Das erinnert mich verdächtig an so an dieses eine Level aus sogar Super Sigworld 1. Das sieht mir hier jedenfalls schwer danach aus. Offenbar hat man sich hier das Level gegriffen, die Palette geändert und das Ganze nochmal ein bisschen umsortiert. Also hier gab es zumindest schon Remakes, zumindest im einzelnen Leveln. Aha. Und hier war im Sigworld 1 der Secret Exit und jetzt ist hier ein Mond, wenn man die Blöcke gemacht hat. Okay. Also bereits hier hat sich Sig seine alten Level gegriffen und versucht, die aufzupolieren. Interessant. Okay. Zack und runter mit dir. Runter in die. Wow, hier gab es ja Lava, stimmt. Okay, der hat die Lava. Diesmal, glaube ich, Cut-off frei da drunter platzieren können. Respekt. Mein Gott, jetzt geht's irgendwie wieder schnell. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein Level schnell. Okay, Number 4. Okay, ein giftgrünes Geisterhaus. Was? Also, hier gibt's wieder dieses unsichtbare Geistergimmick. Ich habe mich schon gefragt, was killt mich da jetzt? Ach, aber ich wollte... Okay, diese unsichtbaren Geister sind mir zumindest... Aua! Mein Gott, woher soll ich denn ahnen, dass da so ein Scheiß ist, so ein unsichtbarer Block? Mann! Geister, ich hasse euch! Vielleicht sollte ich diese Aussage, dass mir... diese unsichtbaren Geister lieber sind als diese random spawnenden Geister, die wir im letzten Part hatten, nochmal überdenken. Okay. Aha. Jetzt haben wir das Rätsels Lösung. Immer wieder sich schön wegdrehen. Ja, genau deswegen. Okay. Sag bloß nicht, hier gibt es jetzt einen Secret Exit. Dann lache ich. Wenn das hier jetzt der Secret Exit sein soll. Oh nö, ist nur so ein Bonusraum, ich verstehe. Okay, aber trotzdem ist die Idee ganz witzig. Okay, und jetzt kommen wir in den Scrolling-Abschnitt. Ich vermute mal, dass wir da auch hingekommen wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Zack.
Ach nö. Allerdings ein Schooling-Abschnitt mit diesen dämlichen Mistgeistern wieder. Ach nö. Sick, musst du den Spieler denn immer so quälen? Ich glaube, hier gab es doch auch eine Feder irgendwo, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Dann wird der Part eben auch doch ein bisschen länger. Mann, ich hasse euch, ihr Mistsäcke. Okay, ach komm, ich gebe mich jetzt mit Feder und Pilz zufrieden. Und warum gehe ich hier wieder raus? Ich bin doof. Okay, nochmal. Aber in diesem Schooling-Raum müssen wir wirklich aufpassen. Weil hier ist die Dichte von diesen blöden, unsichtbaren Geistern offenbar sehr hoch. Und also, und hier sind Sprungblöcke, gut. Also, dann gucken wir mal, was... Wo kommen wir hin, wenn wir nicht in diese Röhre gehen? Boings. Und noch ein extra Raum, okay? Ah, wehe. Wehe, du killst mich jetzt, du blöder Hammer, Bro. Hammer Spinner. Mein Gott, was hat mich da jetzt wieder getötet? Wer kommt auf die Idee, da oben so einen blöden Geist hinzumachen? Also, ich bitte euch. Hä, was ist denn da oben, was mich umbringt? Hallo? Ha. Okay, dieser Part wird lang. Ich dachte, hier haben wir wieder so ein schönes, einfaches Level. Wie die beiden anderen, die wir irgendwie in dem Part gemacht haben. Aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich sollte hier einfach gechillter sein und weniger auf schnell durchheizen setzen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich diesen... Aua. Will zumindest auch den normalen Raum jetzt komplett irgendwie zeigen. Okay. Ja, ich bin jetzt vorsichtig. Ja, habe ich absichtlich so gemacht, um mich gegen blöde Geister zu rüsten. Nämlich wie dich, du Kollege. Okay, da oben sind offenbar Stacheln oder sowas. Keine Ahnung. Andernfalls kann ich mir das jetzt jedenfalls nicht erklären, dass man hier einfach so umgebracht wird. Andernfalls. Anders, natürlich. Oh Gott. Ah so. Jetzt verstehe ich. Das war tatsächlich eine Abkürzung. Gott. Dann nehmen wir die in Zukunft wieder. Hätte ja aber auch was anderes sein können. Ein alternativer Weg. Okay. Und ich dachte, hier sind extrem viele dieser dämlichen Geister, aber hier sind offenbar keine mehr. Bin ich tatsächlich irgendwie nur durch das an die Decke knallen gestorben oder was? Hä? Doch, nö! Du willst mich doch verarschen! Der schmeißt mich hier wieder aus meinem Emulator raus. Mann! Ah, wegen dir bin ich jetzt gestorben, du Scheißprogramm. Ah, Mann. Ich hasse das. Du blödes Spiel, warum schmeißt du mich raus? Weil sonst hätte ich das Level schaffen können, aber nein, du musst mich ja wieder rausschmeißen. Das passiert irgendwie in jedem Part, dass das entweder leckt oder irgendwie der Emulator meint, sich mal kurz von mir verabschieden zu müssen. Okay. Natürlich. Wenn ich runtergehe, dann müssen wir natürlich genau in so einen Scheiß wie ich rein. Typisch. Natürlich. Ah. Wehe, mir wird hier von einem dieser blöden Eris noch mal eine zweite Feder geklaut, die ich gerade eben gekriegt habe. Ah.
Okay, aber trotzdem, hier gewinnt man irgendwie mehr Leben, als man verliert in diesem Level. Genau das meinte ich. Ah, so ein Viech hatte mich letztes Mal umgebracht. Okay, und hier scheint niemand zu sein. Zack. Hier ist auch kein Geisterviech. Ich konzentriere mich jetzt. Mann, warum springst du nicht hoch genug? Du blöder Mario-Sack. Ach, Mann. Wenn du mir das Level jetzt nicht schaffst, dann kriegst du Probleme. Hast du das gehört, Mario? Ja, ich muss hier schon drohen, weil sonst macht Mario nicht das, was er soll. Ja, das ist leider so. Traurig, aber wahr. Ach, Mann! Schon wieder so ein Drecksviech. Mann! Okay, eigentlich gibt es hier schon genügend Münzen. Wir brauchen eigentlich die Ranke da nach oben nicht. Ah. Warum muss mir einer dieser blöden Iris immer das Teil klauen? Okay, jetzt haben wir wenigstens Feder und Pilz. Ich hoffe, damit kommen wir ein bisschen weiter als eben. Eigentlich bräuchte ich die Feder, um darüber zu kommen, wenn normaler Sprung nicht ausreicht. Ah so. Natürlich! Da oben sind solche scheiß Stacheldinger. Ach Mann. Ah, so, sag bloß nicht. Ja, da ist tatsächlich so ein Scheißding. Und ich übersehe diese dämliche Münze auch noch. Ach, Mann. Aha. Ich wollte mich gerade umdrehen, weil ich hätte dem durchaus zugetraut, dass er hier noch einen Geist vor dem Ziel vor der Nase pflastert. Aber hat er nicht. Gut. Wollte nur mal sicher gehen. Kann ja nicht schaden. Okay. Das nächste Mal werden wir dann hier weitermachen. Bis dann. Tschüssi!